Was war denn noch eigentlich die Tage? Gut, dann natürlich waren so Sachen wie die Award-Shows, wie die Game Awards oder die PlayStation Experience. Ich habe ja zu den Award-Shows ja schon was meine Meinung gesagt, zu den PlayStation Experience. Auch da wieder so viel Kram, den ich geil finde, Mann. Ey, ich habe wirklich Bock auf das nächste Jahr. Ich fand ja schon, ich sage es ja schon mal vorweg, ich möchte auch eine Ankündigung hier an der Stelle machen. Ich habe so viele tolle Spiele dieses Jahr gespielt. Also wirklich viele tolle Spiele, dass ich das tatsächlich geschafft habe. Und das, glaube ich, ist das totales Phänomen und sensationell für mich. Ich kann es tatsächlich auf eine Top 20 ausbauen. Sonst mache ich ja immer so vielleicht eine Top 7, eine Top 10 oder sowas. Aber diesmal ist es eine Top 20. Und da sind 20 Spiele dabei, die ich wirklich gut finde. Also wirklich jetzt keine zusammengequetschte, zusammengepferchte Liste, sondern wirklich auch von mir eine ehrliche Liste. Und das geht so weiter. Ich habe jetzt bei der PlayStation Experience wieder so viele Sachen gesehen. Natürlich hier The Lost Legacy, Uncharted zum Beispiel, was mich sehr interessiert, weil da auch nicht nur Chloe dabei ist, sondern auch Nadine, die man ja aus Uncharted 4 kennt. Finde ich total interessant. Das Crash Bandicoot Remastered, was ich mir hundertprozentig holen werde, als sowieso, weil ich da so Bock drauf habe. Natürlich The Last of Us Part 2. Warum macht das gerade Fokus? The Last of Us Part 2. Da brauche ich nicht viel zu sagen. Ist ja natürlich der. Also, das ist auch eine Sache, die Naughty Dog einfach richtig drauf hat. Die können Sachen gut anteasern. Das war da, glaube ich, der perfekte Teaser, den ich, glaube ich. Ich habe noch nie so einen guten Teaser gesehen. Weil er. Er ist anders als die meisten. Meisten halten sich ja immer bedeckt, so wie der Uncharted-Trailer. So sind die meisten immer sehr, was könnte das für ein Spiel sein? Könnte es das sein? Am Ende kommt Boom, ja. Und bei The Last of Us war es so, du hast es so geahnt, du hast es so geahnt, dann kam so ein bisschen, ja, es muss es sein. Und auf einmal war es klar. Und alle sind schon ausgeflippt davor. Und als es dann hieß The Last of Us Part 2, sind die. Ist alles komplett ausgeflippt. Also, das fand ich halt sehr, sehr geil. Und Naughty Dog hat da wieder mal einen super Job geleistet. Sind einfach unglaublich kreative Typen und Jungs und Mädels. ja. Was habe ich denn noch gesehen, was mich begeistern konnte? Ach, da war jede Menge. Ich kann gar nicht ausholen. Ich glaube, das wird ein gutes Jahr 2017. Fängt ja schon mit im Januar mit Resident Evil an, weil da ja schon Resident Evil 7 rauskommt. Und jedes Mal, wenn ich mir da was angucke, ich habe mir letztens wieder vom Rainer Schauder das Ding angeguckt mit seinem VR-Ding. Oder von Giga Games gab es auch mal einen Test oder so, die ersten Minuten. Alter, da kriege ich so Bock drauf. Super, ey, super geil. Ich bin da total heiß auf das Jahr. Also schimpft mich, dass ich irgendwie total voreilig bin. Ah, oh, du bist. Ist doch alles scheiße. Nee, Alter, das wird, glaube ich, ganz geil. Ich bin da guter Dinge. So, und ich glaube eigentlich, dass es großartig nicht viel zu erzählen gibt ansonsten. Deswegen würde ich vielleicht sogar zu dem Part kommen. Ja, ich habe gerade ein bisschen verwirrt geguckt, weil Ding. Aber dann mache ich das, schaffe ich das vielleicht doch noch in einem Part, weil eine halbe Stunde wollte ich mir als für einen Part nehmen und dann, wenn es länger ging, einen zweiten Part hinterher. Aber dann mache ich das in einem Rutsch weg. So, Filme, Serien und Spiele. Fangen wir mit den Filmen an. Die sind schnell abgehandelt. Zwei Filme habe ich gesehen. War Dogs mit Jonah Hill und John Teller. Lass mal kurz mal schauen, wie der Typ heißt. Wie heißt der Typ? Das ist der, auch bei Fantastic Four mitspielt, bei diesem grottenschlechten Remake oder auch bei Whiplash. Wie heißt er? Wie heißt der? Miles Teller heißt er. Was habe ich gesagt? John Teller. Woher kenne ich John Teller? Jetzt muss ich auch nochmal kurz, weil kennt ihr das, wenn ihr dann irgendwie auf irgendeinen anderen Namen kommt und dann, woher kommt, wieso komme ich auf John Teller? Ach, das ist der Vater von, das ist der Vater von Jax Teller von Sons of Energy. So, nur mal so nebenbei. So, also auf jeden Fall Miles Teller, der auch bei Whiplash mitspielt, ist ein Film, wo die beiden so ein bisschen
so zwei Loser, die nicht unbedingt viel in ihrem Job erreicht haben und die haben dann irgendwie diese Chance gesehen, ins Waffengeschäft einzusteigen und machen da den großen Reibach, kriegen fette Aufträge, sind fettreich, dann kommt der fette Fall, der Absturz und am Ende die Moral von der Geschichte, leg dich nicht mit den Waffenhändlern der ganzen Welt an. Irgendwie so. Habe ich schon mal gesehen, so Filme, kennen wir aus verschiedenen Filmen, egal ob es jetzt Blow oder Lord of War oder was auch immer was ist, grundsätzlich hat man das schon mal gesehen, aber der war nicht schlecht, also hat schon Spaß gemacht, Jonah Hill ist auch irgendwie ein sympathischer Typ und hat eine gewisse Aura, die mich eigentlich sehr gerne mag und deswegen war der Film jetzt nicht verkehrt, aber richtig vom Hocker gehauen hat er mich jetzt nicht. Der zweite Film, das gleiche Problematik ist Suicide Squad. Ein Film, der ein unglaublich schlechtes Drehbuch hat. Also so ein Drehbuch habe ich ja, also das ist ja wirklich katastrophal gewesen. Style of a Substance, ganz klar, sieht geil aus. Will Smith hat so viel Screamtime bekommen wahrscheinlich, weil er höchstwahrscheinlich zu teuer war, dass man ihn quasi nur für ein paar Minuten auf dem Schirm lässt. Margot Robbie als Harley Quinn fand ich großartig, der Rest kann man knicken. Wirklich, ich fand Enchantress, also Clara Delevingne oder wie heißt diese Model, die es eigentlich ganz gut gespielt hat, das kann man echt nicht verachten, aber ich fand ihre Figur total nichtssagend. Viele Figuren in Suicide Squad könnte man einfach rausschreiben und hätten nichts dazu beigetragen, ganz vor allen voran der Joker. Den hättest du komplett aus der Story rausschreiben können und der hat fast gar keine Daseinsberechtigung. Und vor allen Dingen muss ich auch sagen, das macht mich ein bisschen traurig, finde ich die Neuinterpretation von Jared Leto, der ja den Joker spielt, scheiße. Die gefällt mir überhaupt nicht. Wo habe ich das nochmal gelesen? Da hat jemand das verglichen mit der Rolle von wie heißt der jetzt? Verdammt. Alter, der Freund von Seth Rogen hier, Mann, Ananas Express. Mann! Das kann jetzt nicht sein, dass ich den Namen nicht kenne. Das ist doch hier. James Franco, verdammt nochmal! James Franco, sorry, dass ich jetzt hier ins Ding reinschreien musste. James Franco in Spring Breakers, wer den gesehen hat, auch ein total komischer Film, also der war tatsächlich besser, als ich gedacht hätte, aber er war ziemlich komisch. Und die Rolle, die er da spielt, das ist genau der Joker. Das ist genau das Gleiche. So ein, wie er lacht, wie er sich gibt, wie er, weiß nicht, da fehlt so mir ein bisschen so auch so diese Intelligenz, dieses smarte Vorausdenken. Er ist einfach für mich ein Gangster, ein ganz normaler Gangster. So ohne große Ambitionen irgendwie. Keine Ahnung. Also das fand ich alles wirklich Potenzial verschenkt, komplett. Also das hat mir wirklich nicht gefallen, deswegen für mich, Suicide Squad war eigentlich eine Enttäuschung, obwohl der Film ja in irgendeiner Art und Weise ja zur Unterhaltung weiß. Weil Will Smith und Margot Robbie ja eigentlich den Film so ein bisschen retten und das mit den ganzen Fähigkeiten und so, das mag ich auch immer ganz gern, wenn da verschiedene Leute aufeinandertreffen. Und vor allen Dingen muss man auch sagen, bei so einem Ensemble-Film, bei dem es darum geht, dass viele Figuren aufeinandertreffen und zusammenarbeiten, da hat es Marvel mit den Avengers natürlich so klug gemacht, dass sie im Vorfeld Origins-Geschichten abgehandelt haben. Und dann kommt das große Aufeinandertreffen und das wird dann richtig knallen. Und bei Suicide Squad hat man einfach viel zu lange gebraucht, um überhaupt mal reinzukommen und in Fahrt zu kommen mit der Story, weil man erstmal die ganzen Charaktere beleuchten musste und so. Naja, hätte man irgendwie besser lösen können. Aber darüber wurde ja genug diskutiert über den Film. Manche mögen ihn, manche mögen ihn nicht. Dann kommen wir mal zu Serien. Und da kann ich ganz kurz erstmal eine Sache abhandeln. Ich habe mir nämlich Netflix abonniert, ja. Meine Frau war sofort dagegen. Nein, nicht schon wieder irgendwas monatlich bezahlen. Wir haben ja schon Sky gehabt und so, weil von Sky sind wir beide total enttäuscht. Und brauchen wir jetzt doch nicht unbedingt Netflix und so. Und ich habe gesagt, weißt du was, lass mal wenigstens den Monat ausprobieren. Und jetzt guckt sie das jeden Tag. Die binge-watcht Netflix durch, Leute. Ohne Witz, die guckt jeden Tag eine Staffel. Ja, keine Ahnung, wie sie es hinkriegt. Aber es ist schon echt heftig, wie sehr sie da Gefallen dran gefunden hat. Und ich natürlich auch. Also wir haben da vieles zu gucken. Ein Film, den ich noch, ach ja stimmt, da habe ich noch einen Film geguckt und zwar eine Katastrophe. Das war der erste Film, den ich so mal zeigen wollte und sie hat gesagt, ja, mach den mal an, ja, Kevin James mag ich ja ganz gerne, ist ja der von King of Queens.
Die wahren Memoiren eines internationalen Auftragskillers. Eine absolute Katastrophe, Leute. Den Film könnt ihr euch knicken. Der ist so überhaupt nicht lustig. Und vor allen Dingen ist er auch so schlecht geschrieben. Boah, das war echt eine vollends Katastrophe. Warum ich mir den 2 Stunden lang gegeben habe, frage ich mich bis heute. Aber naja, trotzdem gibt es da auf Netflix unglaublich geilen Scheiß. Vor allen Dingen habe ich zum Beispiel Der Tatortreiniger geguckt. Sau geil, ey. Bjarne Mädel als der Tatortreiniger. Die geilste Prämisse, die man sich vorstellen kann, als Typ, der irgendwie immer ankommt und den Tatort reinigen muss und der eigentlich auch so ein bisschen vergessen wird, weil die meisten denken sich, was machen sie denn hier? Ach, okay, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und der die verschrobensten und verschiedensten Charaktere trifft. So eine Folge ist einfach teilweise so lustig. Also ich habe mich da schon echt köstlich amüsiert bei Der Tatortreiniger. Kann ich echt nur empfehlen. Ich habe die 4. Staffel jetzt dann zu Ende geguckt. 5. Staffel gibt es ja auch schon, aber nicht auf Netflix, deswegen warte ich noch ab. Dann habe ich gesehen Black Mirror auf Empfehlung vom Ronny vom Playcast, der mich da zugetextet hat wegen dem Black Mirror. Jede Folge ein anderer Cast, eine andere Geschichte, ein anderer Ton zum Teil auch. Immer mit dem Hintergedanken, was wäre wenn? Also was wäre wenn die Technologie, also immer im Sinne von der Technologie. Also die Technologie schreitet ja immer voran und wie wird es dann zum Beispiel in 20 Jahren aussehen, wie werden Beziehungen zum Beispiel gehandhabt. Da gibt es zum Teil wirklich grandiose Episoden, die ich total feier. Zum Beispiel eine, die ich immer noch geil fand, war die Episode, ich glaube Staffel 3, Folge 1, weil die Folgen, es sind ja immer nur 3 Folgen pro Staffel, außer bei Staffel 3, da sind es dann 6. Da war es dann so eine Folge, dann ging es darum, dass in der Zukunft alle Leute bewertet werden. Also wenn ich jetzt mit euch interagiere, zum Beispiel jetzt ihr in dem Fall, gibt ihr mir jetzt hier am Handy über eine App eine Bewertung. Und jeder kann dann quasi immer sehen, was derjenige für eine Bewertung hat von 1 bis 5 Sterne. Und damit hat sich auch alles geändert. Das Konsumverhalten, das Verhalten der Menschen, weil sie natürlich, die müssen, wenn du zum Beispiel jemanden anrempelst auf der Straße und dich nicht total entschuldigst und so, kriegst du eine schlechte Bewertung. Damit sinkt deine Bewertungsskala und dann kannst du zum Beispiel, wollen manche Leute nicht mehr mit dir reden oder so, weil sie sagen, das ist ein Arschloch. Oder zum Beispiel gibt es auch ganz spezielle Schlangen im Supermarkt zum Beispiel, wo Leute mit der Bewertung von 4.0 vorkommen, weil sie eben eine gute Bewertung haben und Leute darunter müssen in die lange Schlange. Also so eine geile Idee, eine total geile Episode. Aber es gibt auch eben eine andere Seite von Episoden, die mir überhaupt nicht gefallen haben. Die fand ich so langweilig und scheiße. Also da muss man halt selber gucken, was einem gefällt. Aber Black Mirror kann ich echt nur empfehlen, weil es wirklich zum Teil faszinierend und zum Teil halt wirklich erschreckend ist. Also gerade beim Thema Technologie, Social Media, Shitstorm, also jede technologische Fortschritt und damit eingehend auch natürlich die ganzen Veränderungen in der Gesellschaft werden dort aufgegriffen und uns quasi in den Spiegel vorgehalten. Finde ich total grandios, kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, Netflix, das waren so meine 2 Serien. Dann habe ich aber auch noch auf Netflix eine Doku geguckt. Amanda Knox. Recht aktueller Fall mit dieser Amerikanerin, die in Italien des Mordes beschuldigt wird. Ähnlich so aufgebaut wie Making a Murderer, obwohl es da nur eine, da ging es ja, war es eine richtige Staffel, da war es nur eine 1,5-stündige Dokumentation, aber auch so richtig hochwertig produziert. Auch super spannend. Obwohl ich sagen muss, dass mir von allen 3 dieser Crime-Dokus, die ich jetzt gesehen habe, Making a Murderer war definitiv auch ein absoluter Schock und auch ein geiles Ding. Aber ich muss sagen, von allen 3 fand ich, weil ich habe ja gesagt, Making a Murderer, Amanda Knox und das 3. ist Jinx, das Leben und Töten des Robert Durst. Eine HBO-Doku, die ich noch besser fand. 6 Folgen. Robert Durst, ein reicher Typ und so, und zum Teil richtig gruselig. Und vor allen Dingen das Ende, das fand ich so geil. Müsst ihr euch angucken, ist eine richtige Empfehlung. Wenn ihr Making a Murderer geil fandet oder Make Amanda Knox oder was auch immer was, dann auf jeden Fall mal schauen, ob ihr euch irgendwo Jinx angucken könnt. Also J-I-N-X, der Unglücksbringer heißt das, glaube ich, sogar im Deutschen. Das Leben und Töten des Robert Durst. Unbedingt anschauen, ist eine dicke Empfehlung von mir. Und eine andere Doku, die wir zurzeit gucken, das macht mich zum Teil
sehr, sehr traurig und zieht mich ein bisschen runter. Und zwar gucken wir uns Auschwitz an. Eine sechsteilige Dokumentation der BBC über das Konzentrationslager zur Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Ich brauche ja nichts dazu sagen. Also ich will ja nicht sagen, dass es gut ist oder schlecht ist, aber das haut mich wirklich, also das macht mich wirklich, das deprimiert mich ohne Ende. Also wenn ich hier sitze, wir gucken dann und so, ich kann mir nur eine Folge angucken, weil danach bin ich durch. Ehrlich, ich bin wirklich danach durch. Das kann ich mir nicht angucken. Das ist total, total schlimm. Warum sage ich das eigentlich dann, wenn ich das jetzt so schlimm fand? Aber grundsätzlich, wie gesagt, Netflix ist eine super Investition und kann ich echt nur empfehlen. Genauso eigentlich wie Amazon Prime. Weswegen ich da, auch wenn ich jetzt bei Serien gerade bin, The Night Of geguckt habe, welches ich auch unfassbar empfehlen kann. Eine achteilige HBO-Serie mit einem unglaublich hohen Produktionsaufwand. Spielt in Manhattan. Ja, die Leute, die da mitspielen, werden euch jetzt nicht sagen. Ich weiß auch gerade den Namen gar nicht. Aber super geile Stimmung, super geil gemacht. Und warum macht die Kamera immer so Autofokus? Keine Ahnung. Und zwar geht es da, also ich mache es nur kurz, es geht da auch um einen jungen Pakistani, der auch des Mordes beschuldigt wird. Und wir wissen als Zuschauer auch nicht, wir verfolgen zwar auch diese Tat an sich mit, aber wir wissen nicht, ob er wirklich schuldig ist oder nicht. Er beteuert hundertprozentig, er ist unschuldig. Und das ist ein richtiges Katz-und-Maus-Spiel, so ein richtiges Verwirrspiel und behandelt auch ganz explizit die Verhandlungen. Also anschauen, glücklich sein, ich sag euch, eine dicke Empfehlung. Und die letzte Serie, die ich noch abhandeln kann, habe ich mir auch angeguckt, die zweite Staffel von Mr. Robot, obwohl ich da echt meine Probleme hatte anfangs, weil ich hasse Serien oder allgemein so diese Psychosen-Dinger, wo dann irgendjemand was sieht, was nicht da ist und dann hast du dann teilweise so ganz komische Traumsequenzen, wo alles total verwirrend ist. Ich mag sowas nicht. Ich finde sowas gehört mal in eine Episode rein, damit es mal abgehandelt werden ist und dann fertig. Bei Mr. Robots hat es ein bisschen länger gedauert, aber dann zieht es richtig an und ich fand es richtig geil. Also Mr. Robot, zweite Staffel, fand ich besser als die erste tatsächlich, muss ich sagen. Ich fand die erste nämlich gut, aber es zieht immer Autofokus rein. Ich weiß nicht wieso. Fand ich gut, aber ich fand die zweite noch mal einen Ticken spannender und irgendwie auch bedrohlicher. Keine Ahnung. Hat mir richtig gut gefallen. Und dann kämen wir zu den Spielen. Und da, wie gesagt, habe ich einmal zugelangt, und zwar hierbei, bei dem Black Friday, obwohl ich gar nicht weiß, ob das wirklich ein Black Friday-Preis war, weil zu dem Zeitpunkt war es 38 Euro. Mittlerweile, letzter Stand war 34 Euro auf Amazon. Sehr, sehr günstig. Habe ich ja jetzt momentan im Let's Play. Grundsätzlich kann ich nur sagen, ohne da viel zu vorwegzunehmen, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich bin ja mittlerweile durch. Ich habe den Multiplayer leider noch nicht austesten können. Den muss ich auch noch mal reinschmeißen. Kann aber auch noch sagen, dass ich mit Titanfall 2, also ich werde ja grundsätzlich ja noch ein bisschen was erzählen. Entweder zum Jahresrückblick, ja, der ja auch bald dann kommt am 17. Im Livestream um 20 Uhr. Vormerken, Leute, da ist der Rainer Schauder dabei, der Martin von Orbanan und der Speckobst. Das wird eine geile Runde. Und da werde ich wahrscheinlich schon genug zu Titanfall 2 sagen. Und natürlich, vielleicht wird es in meine Top 20 mit Einzug erhalten. Dann habe ich mir natürlich das hier, das habe ich auch schon mal oft gestreamt, jetzt glaube ich ein oder zweimal oder einmal glaube ich nur, aber schon ein paar Mal getwittert. Und zwar Watch Dogs 2 in der Deluxe Edition. Da ist jetzt nichts großartig viel drin, sondern einfach nur so eine, ich glaube, eine Karte von San Francisco und ein bisschen digitale Inhalte und so ein Kram. Naja, nichts Besonderes. Aber das Spiel selber, auch da möchte ich natürlich nicht zu viel vorwegnehmen, aber auch das fand ich richtig gut. Ich fand es überraschenderweise, ähnlich wie bei Assassin's Creed 2, besser und fortschrittlicher als den ersten, weil es jetzt in eine richtige Richtung gegangen ist. Assassin's Creed 2 hat auch den richtigen Weg eingeschlagen und wurde dadurch erfolgreich. Und ich glaube, auch Watch Dogs 2 hat den richtigen Weg eingeschlagen, weil San Francisco ist einfach auch ein bisschen andere Stadt. Und ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ich will jetzt hier nicht zu viel sagen. Grundsätzlich wartet ab, bis ich da mal genaueres dazu sage. Dann natürlich, das habe ich gestern geholt und werde ich zocke ich gerade aktuell. Ich habe jetzt, glaube ich, 2,5 Stunden schon rein, gestern Abend noch. Und das werde ich jetzt noch heute Abend, vielleicht so also gleich noch, mal gucken, wie die Zeit ausgeht, definitiv nochmal weiterspielen.
Und dazu mache ich mir übrigens immer Kerzen an. Ich mache es mir immer sehr gemütlich. Es muss einfach die perfekte Stimmung sein. Erst so kann man The Last Guardian genießen. Noch gar keine genaue Erklärung, wie ich das Spiel so finde. Aber ich habe mir noch was anderes geholt, und zwar Silence: The Whispered World 2. Ein Spiel, das ich mir für 15 € bei einem Keystore geschossen habe. Also ein Preis für ein neues Spiel, das ist ja unnormal. Ich habe auch schon reingeschnuppert. Ich kann, will auch nicht dazu viel sagen, kann aber nur sagen, ich bin mir noch nicht so 100% sicher, ob ich das jetzt geil finde oder nicht. Also das ist so ein bisschen noch so eine, es ist ja eine andere Art von Adventure mittlerweile. Sie nennen es Modern Adventure. Ob ich damit wirklich einverstanden bin oder nicht, das ist halt eine Sache, die sich erstmal im Laufe der Spielzeit wahrscheinlich ergeben wird. Deswegen dazu sage ich auch noch nicht so viel. Und Owlboy, genau, Owlboy. Ein Spiel, was ich mir einfach mal so wegen des Namens, nein, nicht unbedingt wegen des Namens, ich habe auch schon ersten Kritiken gelesen und die waren sehr gut. Und dann habe ich mir gesagt, ach komm, ich habe gerade 20 € noch übrig, hole ich mir und habe es nicht bereut, Leute. Keinen Cent habe ich bereut in dem Spiel. Ein unglaublich tolles und klassisches 2D-Plattformer. Viele nennen es Metroidvania, aber das kann ich gar nicht so bestätigen, weil Metroidvania dazu zählen für mich auch so ein bisschen das wirklich richtige Backtracking und das Erkunden der alten Gebiete, weil man da irgendwie neue Gebiete kommen kann, weil man neue Fähigkeiten hat. Bei Owlboy macht das gar nicht so einen großen Unterschied. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass Owlboy eine total tolle Geschichte hat. Das ist ganz, ganz wichtig und auch gar nicht zu verachten. Es ist sehr humoristisch und so alles wird in Textboxen erzählt, aber es zählt auch wirklich eine Geschichte um Krieg, um Verlust, um Existenz, um Mut und sowas. Also da ist schon echt mehr dahinter. Owlboy kann ich echt nur empfehlen. Unbedingt mal angucken. Ja. Und ich glaube, das war's auch heute. Ich glaube, mehr habe ich jetzt auch nicht geholt und grundsätzlich kann ich jetzt auch nicht viel dazu sagen. Beim nächsten Mal gibt es wahrscheinlich nochmal mehr, was ich vielleicht vergessen habe. Unbedingt, wie gesagt, einschalten am 17. Dezember um 20 Uhr hier auf YouTube oder auf Twitch, den ihr in meiner Videobeschreibung findet, den Livestream zum Spielejahr 2016. Und hoffentlich seid ihr auch in Zukunft mit dabei, wenn ich wieder mal was mache. Und dann bin ich auch wieder voller Elan dabei. In diesem Sinne bin ich raus, haut rein und ciao.